Hallo, schönen guten Tag, Herr König. Guten Tag, hallo. Bei einem Teil der ALS-Patienten liegen Veränderungen in Genen vor, die eine ALS verursachen, beschleunigen oder verlangsamen können. Die Aufklärung genetischer Faktoren, eine Genotypisierung, erhält eine besondere Bedeutung, da sie ein wichtiger Angriffspunkt für zukünftige Therapiestrategien ist. Es befinden sich derzeit neue Therapien in Entwicklung, sogenannte Antisense-Oligonukleotide. Diese können direkt an die genetischen Veränderungen der ALS-Gene binden und diese ausschalten. Deswegen planen wir jetzt die Analyse von ALS-Genen bei 200 Patienten, um diese Therapien zu erforschen. Für mich ist die ALS bis jetzt eine unheilbare Krankheit. Und ich würde gerne dafür sorgen, dass nachfolgende Generationen davon profitieren, dass Forschungserfolge möglich sind. Deswegen stelle ich mich gerne zur Verfügung, auch wenn es für mich wahrscheinlich keinen Sinn mehr hat.